Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe das letzte Mal ein Video als nächstes versprochen über den Code Creator. Der ist hier auch schon öffentlich hochgeladen. Aber bevor ich ein Video darüber mache, wollte ich ihn vernünftig dokumentieren. Und mang vielen anderen Optionen bin ich über MakeDocs gestolpert. Und darum soll es in diesem Video gehen, weil nicht wirklich direkt über MakeDocs. Ich möchte nur an der Stelle sagen, ich bin begeistert. MakeDocs ist... Ja, die schreiben es hier gleich der erste Satz. Ich finde, der trifft den Nagel auf den Kopf. MakeDocs ist schnell, simpel und ein großartiger statischer Seitengenerator, das dafür spezialisiert ist, Projektdokumentation zu bauen. Das stimmt. Und das läuft alles über Markdown. Auch das ist großartig. Es gibt eine Konfigurations-YAML und dann einen Ordner voller Markdowns. Einziges Problem nur: Man muss diese Markdowns selber befüllen. Es gibt kein MakeDocs-Plugin, das durch deine Python-Skripte oder Libraries geht, die Docstrings, die Funktion-Header und die Class-Headers rausgrabt, rauskopiert, um dann daraus eine Dokumentation für dich zu bauen. Man erwartet, dass du als Entwickler das von Hand tust. Darauf hatte ich wenig Lust. Also habe ich als einen Zwischenschritt, um mir ein Tool zu bauen, das passend zu meinem Workflow und meinem Arbeitsstil mir genau diese Markdown-Files generiert, die MakeDocs dann benutzt, um Webseiten zu generieren. Um so ein Werkzeug mir bereitzustellen, habe ich PyTo-Markdown implementiert und ebenfalls öffentlich unter der GPL4.3 hochgeladen. Hier seht ihr den Link, aber auch unten in der Videobeschreibung, GitLab Berlinade PyTo-Markdown. So, und wie so ein Endergebnis aussehen kann, da habe ich hier Ordner Docs. Nee, hups, nein, nicht Docs. Der Ordner wird auch gleich wichtig sein, Ordner Demo. Da sehen wir hier eine Demo 1 Py. Diese Demo 1 ruft das PyTo-Markdown-Framework auf, um MyScript zu dokumentieren. Und so eine Dokumentation kann dann wie folgt aussehen. Da ist nämlich hier der Link, der in GitLab. Das ist das nächste coole Feature. Wir können nicht eine tolle Dokumentation bauen. Wir können sie so bauen, dass wir dass GitLab die Seite für uns hosten kann. Geil. Und so kann das Endergebnis aussehen. Das hier ist mit MakeDocs und Material. Material ist ein sogenanntes Theme für MakeDocs. So kann ein Output aussehen. Da haben wir hier die Index oder die Frontpage. So ein bisschen was: Getting Started, Usage, Under Construction, ba 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 ba, License, und so weiter und so fort. Und da finden wir hier Doc of Demo 1 MyScript.py. Da finden wir hier MyScript. Und parallel dazu können wir hier vielleicht mal so ein bisschen Side-by-Side aufmachen. Wir sehen hier Top-Level ist eine Class. Class Top-Level, das ist auch rausgegrabt worden. Top-Level Example Class Docstring, Top-Level Example Class Docstring. Der hat das also alles rausgezogen und hier schön eingefügt. Wir sehen hier Fields Bafu, das haben wir hier, Fields Bafu. Member Classes ist Top-Level.midlevel. Da müssen wir hier ein bisschen runterscrollen. Da sehen wir hier Class Midlevel. Ja, es ist hier um 4 Zeichen eingerückt. Midlevel ist keine eigenständige Klasse, sondern das ist eine Klasse, die im Namespace von Top-Level lebt. So, und das hat das Dokumentationstool auch mitgekriegt und sagt hier Member Classes, kann ich hier draufklicken und dann komme ich zur Midlevel Class, sehe ich Class Midlevel. Und auch die hat dann hier Member Functions, und zwar die Good Spam Function, die Seer, wieder die Declaration, Def Good Spam, the Good Spam Function of Midlevel, Args, Returns und so weiter und so fort. Auch die hat dann nochmal eine Sub-Level-Class bei sich drin. Die hat eine Init, aber gehen wir wieder hoch zum Mid-Level und hoch zur Top-Level. So, genau, Top-Level hat hier vier instanzierte Funktionen. Da haben wir einmal die Init-Funktion, Declaration def init, takes no arguments. Und dann haben wir hier zweimal die Funktion Buffer. Warum taucht die zweimal auf? Naja, wir haben einmal addPropertyBuffers, also ein Getter. Und dann haben wir addBufferSetter, die Setter-Function. Deswegen taucht die Funktion zweimal auf. Und wir haben hier staticMethodAnother. Das heißt also insbesondere auch die Dekorationen der Funktionen, die werden hierbei mit erfasst und hiermit dokumentiert.
So, dann haben wir hier noch eine andere spannende Funktion, die möchte ich hier mal auch im Code zeigen. Da, with code line breaks. Und das ist jetzt das Fiese, also das ist hier eine relativ kaputt definierte, aber im Python-Sinne gültige Funktionsdeklaration. B ist irgendwie 99, gibt uns zurück ein Tupel mit einem Bool und nächste Zeile List und String und so weiter und so fort. Der baut das dann intern alles wieder richtig zusammen. Also die Zeilenumbrüche, die spart er sich aus. Er lässt sich also auch von den Zeilenumbrüchen nicht ablenken. So, dann sehen wir hier da Old Doc String. Das ist hier der Old Doc String. Hat sich also auch hier, obwohl ein Doc String mit drei Anführungs... Mann. Peitscham. Mit drei Anführungszeichen eingeleitet wurde, nicht davon ablenken lassen, dass drei Anführungszeichen einer anderen Sorte zwischendurch auftauchen, sondern ist da wohlmeinend drüber hinweggegangen und hat das dann einfach als Dokumentationstext mitgenommen. So, dann sehen wir auch wieder args, aInt, bFloat, Returns, Tuple Bool, List String, dann First Decorator, Sub Decorator, Second Decorator, das ist hier. Damit dann hier Beauty, Dev Beauty wird dekoriert von First Decorator Function dort Sub Decorator und Second Decorator Function. So, hat dann auch seine Args und seine Returns und so weiter und so fort. Ich denke, ihr habt die Idee mitbekommen, was hier die, wie diese Dokumentation am Ende des Tages aussehen kann. Der Knackpunkt ist aber, und das möchte ich noch einmal betonen, dass die Markdown-Dateien, die für diesen Website-Output geführt haben, die Markdown-Dateien, die zu diesem Web-Output geführt haben, dass wir die autogeneriert haben mit einem Skript, mit dem Pyto-Markdown-Skript. Und da möchte ich jetzt mit euch auch noch mal ganz kurz reinschauen, so dass es hier. Ich bin relativ schnell dahinter gekommen. Ich hatte erst, das ist hier irgendwo auf 7:30. Hier. Ich habe zwei Ansätze gebraucht. Beim ersten Mal dachte ich, komm, machst den direkten Weg. Ich habe mir das nicht so schwierig vorgestellt, ein bisschen Docstrings rauszukopieren, ein bisschen Function-Header rauszukopieren, aber dann doch gemerkt, dass da so viele Randfälle gibt, die einen immer involvierteren, immer komplexeren Code notwendig gemacht haben, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, stopp, halt alles auf Anfang, das machen wir neu. Und habe einen anderen Ansatz gewählt, nämlich einen Tokenizer. Das ist im Grunde schon ein Drittel auf dem Weg, eine interpretierende Programmiersprache zu programmieren. Auch Python zum Beispiel hat einen Tokenizer. Das ist eben der erste Schritt, um zur Maschinenausführung zu kommen. Beim Tokenizen, manchmal auch Lexing genannt, geht es darum, logische Einheiten innerhalb eines Textfiles, einem Source Code, zusammenzufassen. Ja, gibt es also eine Base-Token-Class, von der dann die anderen Token alle ableiten. Dann haben wir eine Indentation-Token, wie weit ist der Code eingerückt? Ein String-Token, ja, also wenn Strings, die im Quellcode auftauchen, die werden zusammengezogen zu einem Zeichen, nämlich dem String-Token, der aber als Subattribut wieder den Inhalt des Strings aufbewahrt. Ja, also so verschiedene Teile des Source-Codes werden auf ein neues Zeichen, auf ein solches Token zusammengezogen. So String-Token, Doc-String-Token, Comment-Token, ja, also für die Kommentare, Num-Token für Integer und Floating-Point-Numbers. Gibt es dann also diese Num-Token, so Ident-Token für Identifier. Das ist Python-Sprech. Das heißt, alles, was gültige Variablennamen, gültige Funktionsnamen oder reservierte Keywords sind, heißen in der Python-Welt auch Identifier. Und für diese habe ich hier ein Ident-Token, das dann nochmal spezialisiert wird in Keyword-Token für die Function Def. Oder das Class-Keyword für den Decorator, also das Add-Property, ne? Pass-Token, wenn man irgendwo Pass hinschreibt, die Ellipsis, das Komma, um Einträge in einer Aufzählung zu trennen,
Dann haben wir hier Operator-Token, sowas wie, wenn ich ein Attribut irgendwo abhole, oder das Kolon, mit dem Funktionsdeklaration und Klassendeklaration abgeschlossen werden. Das Assignment, der Arrow für die Typenannotation, um den Return-Typ einer Funktion zu annotieren und Klammern. So, man könnte an der Stelle noch viele weitere Token einführen, plus, minus, mal, geteilt, also mathematische Operationen, aber die Token, die da sind, sind all die Token, die ich brauche für die Zuarbeit von MakeDocs. Mir geht es ja konkret ja nur darum, ich möchte ein Python-Skript nur so weit verstehen, wie es notwendig ist, um zu verstehen, wo fängt eine Klassendefinition an, wo hört sie auf, weil solange ich da drin bin, bin ich auch in dem Namespace dieser Klasse. Und alle Funktionen, die dazwischen definiert werden, sind dann instanzierte Funktionen oder Funktionen in dem Namespace dieser Klasse und so weiter und so fort. So, diese Dinge, die muss ich unterscheiden können. Dazu muss ich den Quellcode zu einem gewissen Grad verstehen mit meinem Computerprogramm. Und zu diesem Zweck werden diese Token eingeführt. Und dann gibt es also genau die Token Line to String. Das ist, ja, also auf der einen Seite, man liest einen Quelltext ein und wandelt ihn in Token um. Auf der anderen Seite möchte man aber auch wieder in der Lage sein, Token zurück umzuwandeln in Quelltext. Das macht dann diese Token Line to String. Das ist keine besonders komplexe Funktion, weil die Token, und das ist ja der Sinn der Sache, sind weitestgehend selbsterklärend. PySource to Tokens. Und das hier, das ist die mit Abstand längste Funktion hier in diesem Skript. Das also Quellcode in diese Token unterteilt, die wir gerade durchgesprochen haben. Wenn man dann wenn man den Quelltext in die Token umgewandelt hat, dann werden diese Token weiter in eine YAML überführt. Streng genommen also eigentlich nur ein Dictionary, weil diese YAML wird nie als YAML direkt rausgeschrieben, aber indirekt halt. Alles, was in einem Dictionary speicher ist, bei mir im Kopf, fühlt sich an wie eine YAML. Also da werden diese Tokens dann nochmal ein bisschen zusammengefasst, umgegraben. Da wird dann noch ein bisschen Information rausgezogen und dann wird dann also diese Pseudo-YAML erzeugt. Und mit Hilfe dieser Pseudo-YAML dann am Ende kann ich dann hier YAML to MD, also YAML to Markdown. Hier werden jetzt schlussendlich die Markdown-Files erzeugt. Ihrerseits beruht die YAML to Markdown-Funktion auf Class to Markdown. Ja, hier Class to Markdown, sowie, wo ist es hier, Function to Markdown. Die wiederum ModName. So, das sind alle Funktionen hier in diesem Skript, über die bin ich jetzt alle einmal drüber gescrollt. Also versucht ungefähr so ein bisschen die Implementationsidee hinter dem Py to Markdown greifbar und anschaulich zu machen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Also alles GPL-V3 könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn auch ihr findet, dass euch das helfen könnte und euch auch der Output gefällt. Wenn ihr, das können wir vielleicht nochmal machen, wir können ja auch nochmal kurz einen Blick, hier sind übrigens diese Markdown-Dateien, die erzeugt werden. Das ist dann, ja, hier rechts werden sie von PyCharm schon visualisiert, sogar auf eine Art und Weise, dass man das als Dokumentation auch schon durchgehen lassen könnte. Das ist durchaus lesbar, was PyCharm aus diesen Markdown-Files generieren kann. Das gleiche gilt im Übrigen auch für GitLab. Ja, wenn ich jetzt hier zurück auf die Home und von der Home gehen wir zurück ins Repository. Jetzt sind wir hier im Repository. Diese ganze Dokumentation lebt aus diesem Docs-Ordner. Das ist hier einmal die Index, also die Frontpage von der Dokumentation. Dann gehen wir in den Pages-Ordner und dann ist hier auch MyScript Markdown zum Beispiel. Sehen wir hier, Top-Level hat hier die Member-Functions, hat hier Mid-Level. Sogar die Links funktionieren. Das ist ja der Hammer. Das wusste ich nicht. Aber selbst die kann GitLab noch einander zuordnen. Ansonsten sind dann jetzt hier alle Funktionen aufgelöst. Wir haben hier wieder die Deklaration. Auch, dass das Python-Code, das versteht GitLab und visualisiert es mit Color-Highlighting. Also das schon, nur die Markdown-Files für sich gehen schon halb als Dokumentation durch. Man kann sie durchaus lesbar visualisieren. Aber glücklicherweise geht MakeDocs dann noch den Weg bis zu Ende und generiert uns diese schöne Webseite, die durchaus auch ansehnlicher ist.
Ja, das sind diese Markdown-Skripte, die wir autogenerieren. Und hier ist diese YAML-Datei, die MakeDocs benötigt. Ja, dann wird dir gesagt, wie heißt die Seite? Hier kann man optional angeben, was ist die URL, wo diese Dokumentation landen wird, dass sie public sein soll. Hier ist das Theme Material, wird dann noch ein Plugin geladen, das man suchen kann. Hier wird jetzt die ganze Struktur definiert, ja, also dass Home von der Index Markdown geschmissen wird, dass es eine Doc von Demo 1 gibt und die sich aus diesen drei Markdowns zusammensetzt. Das ist der Teil, der am Ende des Tages Handarbeit bleibt, der manuell bleibt. Ja. Also das Python Markdown erzeugt diese Markdown-Files, die muss man dann aber hier in dieser YAML dann eigenständig einhängen, wo sie hingehören. That's it. So, wenn man jetzt wie ich dann mit GitLab, also statt GitHub wäre eine andere Alternative, da geht es in ähnlicher Weise, aber jetzt bei GitLab hat man dann noch eine zusätzliche YAML, die .gitlab Continuous Integration YAML und da kann man dann auch hier GitLab sagen, du, da ist eine Markdown-Dokumentation, kompilier die mal und hoste die. Ja, und das ist ja genau das, was wir ja hier schon online sehen, ja, Berlinade gitlab.io/python-markdown. Das ist von GitLab gehostet für uns aus dem Repo heraus aufgrund dieser GitLab Continuous Integration YAML, die GitLab sofort ausführt, wenn man in dieses Repo in sein Repo reinpusht. So, das sind vielleicht das sind so die letzten Anmerkungen, die ich an der Stelle machen wollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen da. Gebt mir einen Daumen hoch. Ich möchte gerne mit euch in Interaktion treten. Fragen, Anregungen, Bemerkungen, bitte gerne unten in die Kommentare. Ich werde auf jeden Kommentar reagieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.